Dieser 20. Juli 1969, liebe Zuschauer, wird, da bin ich sicher, als ein großer Tag, ein Wendepunkt in die Geschichte eingehen. Und jetzt haben wir wieder ein Bild von der Mondlandefähre. Sie ist schon sehr dicht über der Oberfläche, 120 Fuß. Das sind 36 Meter. Jetzt noch 30 Meter. Mit kühler Präzision absolviert Neil Armstrong den letzten Teil des Abstiegs. Noch 75 Fuß. Gut 22 Meter. Alles sieht gut aus. Es kann nicht mehr lange dauern. 60 Sekunden. Die Landescheinwerfer sind an. Jetzt erkennt man schon mehr von der Oberfläche. 30 Fuß tief. Kaum noch 15 Meter. Die Bremsraketen wirbeln Mondstaub auf. Ein großer Schatten. Noch 30 Sekunden. Jetzt erkennen wir den aufgewirbelten Mondstaub vor den Kameras. Das muss der Schatten eines Landebeins sein. Bodenkontakt. Raketen aus. Die Fähre steht. Der Adler ist gelandet. Okay, Neil, wir sehen dich runterkommen, sagt die Kontrollstelle Houston. Neil Armstrong ist am Fuß der Leiter. Gleich wird er den Mond betreten. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gewaltiger Schritt für die Menschheit. Houston gibt die Starterlaubnis. Der Countdown läuft. Die Raketen sind gezündet. Neil Armstrong ist auf dem Rückflug zur Erde. Guten Morgen, die Zukunft ist angebrochen. Ein neuer Tag natürlich auch. Ein Tag, der für unsere Stammhörer Spannung und Nervenkitzel bringen wird. Aber lassen wir sie doch selbst zu Wort kommen. Ich rufe den Mann mit der beliebtesten Stimme im Universum, Jason Grant. Bist du das, Phil? Euch muss es ja auch stinklangweilig sein. Ich tue nur meinen Job und halte euch am langen Zügel. Wir wollen ja nicht, dass ihr mit unserem teuren Kahn eine Luxuskreuzfahrt macht. Ich bin doch nicht pervers. Phil, man sollte nicht glauben, wie schnell alles zur Routine werden kann. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier und selbst das schönste Abenteuer verliert an Reiz, wenn es alltäglich wird. Na, du kannst mir mal Corman geben. Ich habe eine wichtige Frage an ihn. Er kommt gerade, warte. Hey, Chuck. Wie ist das Wetter heute? Ich sag's dir lieber nicht. Warum soll ich dich foltern? Du weißt, ich bin Masochist, sag schon. Wir haben 26 Grad, eine leichte Brise vom Golf und am Himmel ist kein Wölkchen. Oh, das hättest du nicht sagen dürfen. Und ich wette, du Sadist fährst nach Feierabend wieder nach Briarwood. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich muss mein neues Holz 3 ausprobieren. Harv meint, ich werde mich damit unheimlich verbessern. Hör auf, ich halte es nicht mehr aus. Ich wette, jetzt komme ich mit einem Schlag aufs achte Grün. Du weißt schon, das, wo die Palmen in der Bahn stehen. Jetzt reicht's aber wirklich. Du weißt, ich habe eine riesen Aussicht von hier, aber Palmen sehe ich keine. Du hast es so gewollt. Erzähl mal, was siehst du Interessantes, wenn du aus dem Fenster siehst? Irgendwas Besonderes? Immer dasselbe. Erde, Mond, Sterne. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das mal sagen würde. Aber mir wird langsam klar, dass ich wahrscheinlich schon zu lange in diesem Job bin. Vielleicht, aber du hast das Abenteuer gesucht. Das Abenteuer Weltraum. Und du hast es gekriegt. Das nennst du Abenteuer? Ich fühle mich wie ein Busfahrer. Ich glaube, du bist bloß urlaubsreif. Nach der Landung ein paar Wochen Mexiko, schwimmen, Golf spielen und du freust dich auf den nächsten Flug. Vielleicht. Ich muss ein bisschen Stimmung in den Laden bringen, bevor ich einschlafe. Grenze ist überschritten. Die Raumfähre Camelot wagt den Vorstoß in die dunklen, unbewohnten Tiefen des Universums. An Bord befinden sich der waghalsige Colonel Jason Grant und sein dynamischer Partner Commander Ray Tanner.
Er träumt in diesem historischen Moment von Essen. Hey, Houston, wenn wir morgen landen, dann starten Ray und ich eine Kampagne gegen eure gefriergetrockneten Vitamine und Proteine. Du würdest dein Leibgericht nicht überleben, weil Nudeln mit Muschelsauce die Luftfilter verstopfen. Aber ich bin verrückt nach einem richtigen Essen. Für morgen Abend reserviere ich dir einen Tisch bei Dimitri. Jetzt weck mal deinen Partner aus seinem Schönheitsschlaf. Ihr müsst langsam den kaputten Satelliten einsammeln. Roger, Houston. Ich rufe wieder, wenn er an Bord ist. Nicht übel. Du bist schnell. Das ist nur eine Frage der Übung. Das beherrsche ich seit der Astronautenschule im Schlaf. Ein sauberer Lebenswandel. Du verlernst es nie. Das musst gerade du sagen. Ich bin eben voll jugendlicher Energie. So viel jünger als ich bist du auch nicht, Kamerad. Unsere besten Fliegertage haben wir beide schon hinter uns. Ja, aber deine liegen noch weiter zurück als meine. Fällt dir wohl schwer, dich daran zu gewöhnen, dass du kein schneidiger Jetpilot mehr bist. Ich möchte wetten, dass du einen besonders heißen Codenamen hattest. Ah, ha. Jetzt fällt's mir erst auf, du hast ihn immer verschwiegen. Komm schon, wie war er? Na gut, ich sag dir erst meinen, wenn du dich nicht traust. Einstein. Sie haben gesagt, dass ich meine Maschine mit Gedankenbefehlen steuere. Darum hieß ich Einstein Grant. Komm schon, sag mir jetzt deinen, ich befehle es dir. Ich hieß der Penetrator. Hey, nun komm nicht auf falsche Ideen. Sie haben mich so genannt, weil ich immer am tiefsten ins Feindgebiet reingeflogen bin. Ich war berühmt dafür. Ich flog immer als erster rein und als letzter raus. Penetrator, ich liebe es. Ich Leck liebe mich es. Doch. Sir. Radar meldet Flugkörper. Ja, wahrscheinlich den flügellahmen Satelliten, den wir einsammeln sollen. Nein, der ist nicht so groß. Siehst du das? Der ist über 400 Meter lang. 400 Meter? Ja. Und auf Kollisionskurs. Hey, Chuck, hast du das Signal auch? Computerauswertung kommt. Stark ellipsoider Orbit außerhalb der Satellitenbahn, Jason. Darum haben wir es nie bemerkt. Gebt uns schnell eine Kurskorrektur. Wir müssen ausweichen. Korrektur nicht nötig, Camelot. Ihr habt genügend Abstand davon. Halt, da ist was faul. Ich krieg widersprüchliche Daten. Augenblick. Ich schalte auf Scanner. Ist es das, was ich denke? Ich denke, das ist es. Was zum Teufel ist es, Jason? Sieht eine Raumstation aus oder ein Schiff? Wir werden es mit allen Kameras aufnehmen. Ich schnapp mir die Hasselblatt und fotografier's von oben. Ja, Augenblick. Ich will erst noch näher ran. Okay, Jungs, passt mal auf. Wir hören, Houston. Was habt ihr rausgefunden? Das Objekt verzögert sehr stark. Es wird nach ein paar Umläufen in die Erdatmosphäre eintreten, sagt der Computer. Wird es in einem Stück runterkommen? Hier ist Watkins, Colonel. Zu 99% nein. Der vorausberechnete Eintrittswinkel und die Geschwindigkeit sind zu hoch. Es wird verglühen. Es wäre schön, wenn einer von euch rübergehen könnte, aber das ist nur eine Bitte, kein Befehl. Es könnte gefährlich sein, Jungs. Also, wenn ihr es riskiert, dann mit äußerster Vorsicht. Ich gehe. Nein. Ich mach das. Du bist der Pilot, Jason. Du musst das Shuttle wieder runterbringen. Ich warne dich. Spar dir das. Ich bin unterwegs, Houston. Ich hör dich nur schnaufen. Sag mal was. Wie sieht's aus? Groß. Das sehe ich selbst. Sehr groß. Das nenne ich eine exakte Beschreibung. Ray, kontrollier mal die Sensoren nach Anzeichen von Strahlung. Sie zeigen keine Wärmestrahlung an. Es fliegt also ohne Antrieb.
Radioaktivität? Auch nicht. Das Ding ist kalt wie ein Eisblock. Es ist unglaublich, Ray. Entschuldige, ich finde keine anderen Worte dafür. Das ist nicht irdisch. Hey, Partner, siehst du irgendwelche kleinen grünen Kerle? Klopf an, bevor du reingehst, damit sie dich nicht vor Schreck über den Haufen knallen. Ich erkenne Schriftzeichen auf dem Rumpf. Kannst du sie entziffern? Das sind merkwürdige Hieroglyphen. Das habe ich noch nie gesehen. Sehr tief ins Metall eingestanzt oder geätzt. Ich komme jetzt zu einem Leck in der Hülle. Sieht aus, als wäre es von einer Explosion ausgesprengt worden. Wenn es gefährlich aussieht, geh lieber nicht rein. Hier liegt was. Ich kann es erreichen, ohne reinzugehen. Es ist das Einzige, was hier nicht total verbrannt aussieht. Okay, ich hab's. Was ist es? Ich hab keine Ahnung. Sieht aus wie ein übergroßer Football. Scheint ein Behälter zu sein. Ich werde ihn mitbringen. Ich kehre jetzt um. Musst du, sonst verpassen wir den Satelliten. Roger. Er ist 14.000 Jahre alt. Also prähistorisch. Das ist absurd. Einfach lächerlich. Sie kennen die Analyse. Wir haben den Carbon-Test mehrere Male wiederholt. Das Resultat war immer dasselbe. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Er und das Schiff waren vor 14.000 Jahren auf dem Mond. Was ist damit, Doc? Es ist ein Behälter aus einer sehr widerstandsfähigen Legierung. Wenn wir ihn öffnen wollen, müssen wir ihn zerstören. Dr. Barnes, Sie erwarten doch nicht im Ernst, dass ich dem Präsidenten melde, wir haben hier sowas wie einen Steinzeitastronauten gefunden. Ich würde es wissenschaftlich nicht ganz so beschreiben, Mr. Haskell, aber es trifft in etwa zu. Wollen Sie die Analyse noch einmal sehen? Nicht nötig, aber ich will einen Computerausdruck davon. Für meinen Bericht, zur Unterstützung Ihrer komischen Theorie. Was ist mit Ihnen los? Denken Sie, wir haben hier einen Türken gebaut? Das, was vor Ihnen liegt, ist echt, Mann. Colonel, solche Überraschungen erleben wir oft vor Budgetberatungen. Und da zeigt sich immer wieder, dass Spezialisten von der NASA die Dinger gedreht haben, um mehr Geld zu kriegen. Habe ich recht, Chuck? Hören Sie, Mr. Haskell, wir haben Ihnen hier nichts weiter vorgeführt als klare Fakten. Ich glaube, der ist nicht ganz dicht. Ich verbitte mir die Unterstellung, dass wir die Absicht haben, die Regierung zu betrügen, Mr. Haskell. Das habe ich Ihnen doch gar nicht unterstellt, Doktor. Ich sage nur, dass alles, was ich hier sehe, eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Science-Fiction-Zeug hat, das man jung im Fernsehen sieht. Sie haben wirklich ein Problem, mein Freund. Gib's auf, der Trottel versteht sowieso nichts. Hören Sie, wir wollen uns lieber zusammensetzen und in Ruhe bei einer Tasse Kaffee darüber sprechen. Was immer Sie sagen.
Daten zugänglich. Wiederhole Analyse. Organische Überreste, menschlich. Alter 14.000 Jahre. Geweberekonstruktion. Raumanzugsrekonstruktion. Schiffsrekonstruktion. Zusammensetzung des Behälters? Unbekannt. Wahrscheinlicher Herkunftsort? Erdmond. Wahrscheinlicher Startplatz? Krater Prometheus. Krater Prometheus. Krater Prometheus. Regierungslieferanten. Also wenn ich richtig verstehe, dann gehen Sie zurück nach Washington und schreiben in Ihrem Bericht, wir seien Betrüger, die darauf hinarbeiten, durch eine Täuschung mehr Geld für die NASA zu kriegen. Mein Bericht wird so objektiv sein wie möglich. Chuck, wir schreiben lieber selber einen Bericht mit den Experten des Verteidigungsministers. Ja, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Sie wissen, Sie haben sich an den Dienstweg zu halten. Wir würden es ja auch nur sehr ungern tun. Und lieber mit Ihnen reden. Worüber? Reden Sie schon. Wir müssen wieder rauf zum Mond. Ah, jetzt hören Sie aber auf, Carmen. Nein, hören Sie mir zu. Alles deutet darauf hin, dass auf dem Mond eine Basis existiert. Die Raumbasis einer alten Rasse. Es ist unbedingt nötig, sie wissenschaftlich zu erforschen. Das kann für unsere Raumfahrt von großer Bedeutung sein. Hören Sie zu. Bedenken Sie, es sind mehr als 20 Jahre seit der letzten Mondlandung vergangen. Wo wollen Sie die Ausrüstung hernehmen, um einen Mensch... Es gibt eine komplette Saturn-Apollo-Einheit am Cape, die eingemottet ist. Und zwei gut trainierte Astronauten, die starten können, sobald das Schiff fertig ist. Oder von mir aus auch gleich. Nein, ich weiß nicht, Jason. Du hast vor Jahren dein letztes Mondlandetraining gemacht. Komm, Rick, kein Unsinn, Chuck. Du weißt, ich kann es. Ja, schon gut, ich glaub dir. Aber wir müssen die Sache finanzieren. Erst müssen Sie mich überzeugen. Sollten es sich überlegen. Was meinen Sie, wie der Präsident reagiert, wenn er von den Fremden erfährt? Wir könnten von Ihnen über die Raumfahrt lernen und neue Technologien. Und wenn mich nicht alles täuscht, auch über Waffen. Och, ich denke, in der Waffentechnik werden Sie uns nicht überlegen. Hören Sie mal zu, so gelingt es Ihnen nicht, mich einzuwickeln, Grant. Ich habe nur versucht, Ihnen klarzumachen, was uns dort vielleicht erwartet. Oder jemand anders. Weil Sie es vergessen haben, die Sowjets planen, innerhalb der nächsten 2 Jahre auf dem Mond zu... Hören Sie auf, Sie können den Präsidenten mit solchen Sprüchen nicht ködern. Wir dachten nur daran. Ah, denken Sie auch daran, dass es eine Menge Geld kostet. Sicherheitsdienst. Schicken Sie sofort ein paar Leute runter ins Geheimlabor. Alles ist verwüstet und der Tote aus dem Weltraum ist verschwunden. In Ordnung, warten Sie auf uns.
Was denkst du? Dass wir ihn im Sack haben. Raffiniert von dir das mit den Russen. Ich wusste, nur das bringt ihn zum Denken. Hoffentlich macht er nicht wieder einen Rückzieher. Dafür werde ich sorgen, Partner. Ich hasse diese verdammte Maschine. Gib den Kaffee raus. Ich verlange, dass der Dienstweg strikt eingehalten und dass in allen Instanzen beraten wird. Dagegen hat wohl keiner von uns was. Und solange der Präsident nicht darüber entschieden hat, bestehe ich darauf, dass die Sache strikt geheim gehalten wird. Kein Außenstehender wird es erfahren. Richtig. Darum ist es am besten, wir fliegen. Wir müssen nur noch einen Mann einweihen, Chuck. Ganz recht, den zweiten Piloten. Major George Beck. Er fliegt in Orbiter, während Ray und ich runtergehen auf den Mond. Ich fühle mich sicher, wenn ich weiß, dass Beck da auf uns wartet. Wir sind ein prima eingespieltes Team. Oh, Sie wollen nicht nur die Mannschaft aufstellen und selbst hinauffliegen, Sie wollen auch noch den Kommandeur spielen, ja? Sie sollten nicht versuchen, die Aktion ohne mich zu starten. Und ohne mich? Das wird der Präsident entscheiden. Aber Sie geben die Empfehlung. Ich habe auf eine Mondlandung verzichtet. Und das tue ich nie mehr. Connors hier, was ist? Besetzen Sie sofort mit allen Männern unter Geschoss 2, Korridor 5C. Und seien Sie feuerbereit. Was ist da los? Da unten ist ein riesiges roboterähnliches Ding. Es füllt den ganzen Korridor aus. Okay, wir gehen runter. Ja! Hey, wir kaufen keinen Scheißdreck von der Maschine. Hey, was ist los? Eindringling im Untergeschoss. Das Labor ist verwüstet. Zurück, Männer. Wir bleiben zusammen. Geht in Feuerstellung. Chance, mit einer nichtmenschlichen Intelligenz in Verbindung zu treten. Sie verderben alles, wenn Sie jetzt schießen. Haltet euch zurück. Nein! Lass ihn machen. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind friedlich. Wir wollen nur mit dir in Kontakt treten. Verstehst du, was ich sage? Er sieht ihn, glaube ich. Bitte. Gib uns ein Zeichen. Oh. Los, knallt diesen Bastard über den Haufen! Los, knallen wir ihn ab! Eröffnet das Feuer! Thank you.
was ich denke? Ich weiß, was du denkst. Und was denkst du? Ich denke, es ist eine gute Idee. Sie noch unentschlossen? Wunder. Der Alte hat's noch drauf, hä? Oh, na klar, Dad. Ja, genau. Was essen? Ich bin am Verhungern. Burger und Fritten? Klingt toll. Mom ist gerade auf so einem Gesundheitstrip und total gegen fettige Sachen. Nicht das Verkehrteste. Wie geht's ihr so? Sie trifft sich immer noch mit Alan. Er hat sich vor kurzem einen neuen Dünenbuggy zum Surfen gekauft und er macht neuerdings auch Bodybuilding. Mom auch. Deine Mama stemmt Eisen? Naja, sie sagt, sie will sich mit ihrem Körper in Einklang bringen. Schön für sie. Also... Fettige Burger gibt's. Doch, bald für dich, okay? Geht klar. Hallo? Oh, hi, Ray. Mir geht's gut. Naja, Schule ist halt Schule. Klar, Dad ist gerade hier. Ich geb ihn dir. Ich glaub, der ist vollgeballert. Hey, Partner, wie geht's? Komm schon, ganz ruhig. Verdammt, jetzt brüll doch nicht so. Hör zu,
Wie wär's, wenn du für eine Weile herkommst? Ich hol dich ab. Das ist mein Ernst, ich hol dich ab, okay? Du tust nichts und du sagst nichts, okay? Scheiße. Stimmt was nicht? Ich muss jemanden treffen und über eine streng geheime Angelegenheit reden. Alles klar? Aber sicher, Dad. Warum siehst du denn nicht den Godzilla-Film an, während ich weg bin? Okay. Ja, wir zwei verreisen. Wir fliegen nächste Woche. Bang, zoom, und wir sind auf dem Mond. Wenn ich noch ein Bier kriege. Du hast genug genommen. Oh, sei nicht gleich beleidigt, Schatz. Du weißt, ich würde nicht ohne dich auf dem Mond. Na komm, sei so nett und bring mir noch so ein lausiges Bier. Das ist doch nur Dünnbier. Okay. Aber das ist dann wirklich das Letzte für dich, Mondmann. Das Letzte? Ich ein hilfloses kleines Kind. Ich hab mich wohl verhört. Oder hat das Bodenpersonal wirklich keinen Respekt vor Amerikas Weltraumhelden? Das Richtige, Mann. Aber das wird sich wieder ändern. Verdammt, das muss es auch. Scheißen angerufen. Ich habe angerufen und den Besoffenen gespielt, sonst würde er da niemals herkommen. Dann kann ich ja wieder gehen. Ja, dann kannst du... Jason, da bist du ja. Warum hast du mich hergelockt? George und meine Wenigkeit, wir haben dir etwas mitzuteilen. Ja, dass ihr blau seid. Also gut, lass uns gehen. Willst du nicht berühmt werden, damit dir alle Frauen nachlaufen? Hm? Ach ja, ich verzichte. Ich habe wirklich genug damit zu tun, auf dich aufzupassen. Oh, aufpassen will er. Okay, Einstein. Ich bringe dein Foto auf die Newsweek-Titelseite. Ich verschaff dir... Interviews. Interviews. Filmverträge. Du bekommst Interviews im Fernsehen und wirst Mann des Jahres. Was bezweckst du mit diesem dummen Geschwätz? Ich erfülle dir einen Kindertraum, alter Knabe. Die Sterne sind unsere Bestimmung. Ray, sprich nicht immer in Rätsel. Und jetzt brauchen wir uns nie wieder anzuhören, was uns immer wütend gemacht hat, dass wir in den 60ern zu jung und in den 80ern zu alt waren. Könntest du jetzt Klartext reden, bitte? Also gut, ich hab dir doch mal von Francine erzählt. Die arbeitet an irgendwelchen Steuerelementen unten am Cape. Die war nebenbei Schlammcatcherin. Nein, das war Aline. Also Francine rief mich heute Nacht an. Gut, sie hat was läuten gehört. Und was hat sie gehört? Der Mond. Sie tun es. Sie machen die letzte große Kerze startbereit und sie sagt, es hat absoluten Vorrang. Tun es? Ja, wir fliegen. Ist das sicher? Verdammt sicher. Sie wollen, dass wir die Heimatbasis dieses Raumschiffes finden. Und wir sollen nachsehen, ob auf der Mondoberfläche vielleicht noch ein paar von diesen, diesen Dingern da rumliegen, die nur darauf warten, aufzuspringen. Na? Ich sage euch, wir werden eine kleine Such- und Zerstörungsaktion starten und dann gehört uns der verdammte Mond! Ja! Donnernden Röhren, wie es die Erde seit zwei Jahrzehnten nicht gehört hat. Ja, sag's uns. Bringt die mächtige Saturn-5-Rakete von ihrer Startplattform noch einmal in den klaren, blauen Himmel Floridas. Hoch, Baby, hoch! Ja. Thank you.
Hat jemand hier ein Taxi bestellt? Weißt du, was ich schon immer tun wollte? Das. Bravo, bravo! Tada! Hey, ich weiß nicht, warum du so scharf darauf warst, das zu tun. Ich bin ein Held, schaffe es endlich auf den Mond zu fliegen und fall voll auf die Nase. Also, für mich sah das nicht nach Nase aus, worauf du gefallen bist. Okay, lass uns hoffen, das war das Schlimmste, was uns passieren kann. Was ist mit dir, Partner? Kriegst du Manschetten? Ich weiß nicht, was mit dir ist, Partner. Aber ich bin nicht gerade scharf drauf, nochmal einem von diesen Zombie-Robotern zu begegnen, die sich aus Schrott und Leichenteilen selber zusammenbauen. Aber deswegen sind wir hier. Gut, das nächste Mal darf er deinen Körper haben. Aber Ray, reg dich ab. Das hört sich gar nicht nach dem berühmten Penetrator an. Ach, ich wünsche mir nur meine alte F-14 zurück. Mit der konntest du jedem Ärger davonfliegen. Wir sind nicht hier, um davonzufliegen, sondern um etwas zu finden. Danach reden wir über das Davonfliegen. Okay, du bist der Boss, aber irgendwie ist mir mulmig. Das sind wahrscheinlich bloß Entzugserscheinungen, weil es hier oben keine Mädchen gibt. Habe ich nur dieses blöde Gefühl, dass wir gar nicht ahnen, worauf wir uns eingelassen haben. Das tun wir ja auch nicht. Oh. Checken wir die Funkverbindung. Hier ist Jason. Hörst du mich, George? Ich empfange dich gut. Ich schalte jetzt um auf automatische Verfolgung. Verdammt. Was ist denn? Ach, ich wollte einen Frisbee werfen und habe ihn oben vergessen. Dabei habe ich mich so drauf gefreut. Ich habe ihn hier neben mir. Ich würde ihn gern zu dir runterwerfen. Untersteh dich, Mann. Der würde ja meilenweit fliegen. Weiter als Shepards Golfball. Na, dann eben nicht. Behaltet den Kurs bei und ihr erreicht euer Ziel in 12 Minuten. Roger, bleib in Startbereitschaft. Wir müssen vielleicht schnell verduften. Houston, haben Sie mitgehört? Das Argo-Team ist unterwegs. Voraussichtliche Zielankunft in 12 Minuten. Roger, Argo 1. Bleiben Sie ständig in Kontakt. Mach ich, Houston. Alles klar. Nur keine Sorge, Chuck. Ich bring die beiden gesund heim. Over. Unglaublich, dieser Anblick. Sieh dir nur mal diese Formen an. Und was glitzert da so? Glimmer? Eis? Entschuldige, Ray, ich bin der geborene Tourist. Ich weiß, du würdest für eine fleischfressende Pflanze auch noch bewundernde Worte haben. Während sie dich auffrisst. Zielgebiet von da oben aus. Absolut tot. Nichts Auffälliges. Hey, Kamerad, das Wort tot vergiss mal, ja? Seit wann bist du denn so ein sensibelchen Ray? Das wär's dann. Tja, leider. Den Wagen müssen wir stehen lassen. Ist was kaputt? Der Hügel ist zu steil, da kommen wir nicht hoch. Wir lassen ihn hier und gehen zu Fuß weiter. Ist doch besser für die Batterien. Na, was ist? Willst du nicht mitkommen? Nett, dass du so nett fragst. Gern geschehen.
Als Belohnung für den Aufstieg dürfen wir nachher wieder fahren. Die Kanzlei könnte ich verzichten. Haben wir das nicht aus dem Orbit gesehen? Gott. Ist das für uns? Siehst du sonst jemand hier rumstehen? Hey, was ist da unten los? Eine Basis. Es ist eine riesige Raumbasis. Und wir haben eine Einladung gekriegt. Ja. Aber wer ist der Gastgeber? Wir sind da, George. Wir stehen vor einem riesigen Portal. Und das steht offen. Unglaublich. Also gehen wir rein. Dre, wir haben was vergessen. Nehmen wir unsere Kanonen mit. Waffen auf dem Mond. Wir sind nicht die ersten Bewaffneten hier oben. Jetzt gehen wir rein. Eine Art Zeremoniensaal. Der Raum wird feierlich. Ja, wie eine Kirche. Für Taufen, Kommunionen, Hochzeiten oder Geisterbeschwörungen, harmonische Gottesdienste oder Menschenopfer. Was denkst du? Du brauchst nicht zu antworten. Ich weiß, was du denkst.
Es ist eine Frau. Ich frage mich, wer sie war und warum sie hier drin ist. Ihren Namen sagen. Es war ein Versuch wert, aber sie versteht uns wohl nicht. Jason. Jason. Mira. 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 Das ist ein reizender Name. Ray. Ray. Alles in Ordnung. Sehr lange darin geschlafen, Mira. Argo-Team, hört ihr mich? Argo-Team, hört ihr mich? Meldet euch! Jason, bitte antworte! Wir hören dich, Argo 1. Gott sei Dank. Jetzt sofort zur Fähre zurück. Sie scheint sich zu bewegen. Die meisten Stromkreise sind tot. Was ist mit dem Überraschungspaket? Das ist intakt, aber von den anderen Stromkreisen kriege ich keine Rückmeldung mehr. Fahrt sofort zurück und startet so schnell ihr könnt. Ja, aber was ist mit dir? Ich weiß nicht, aber wir können sie schlecht allein lassen. Warte mal. Glaubst du, das funktioniert noch nach so vielen Jahrtausenden? Sie scheint es zu glauben. Hey, worüber redet ihr? Was ist da unten eigentlich los? Das erklären wir dir auf dem Rückweg. Wir kommen.
Teufel war das? Kaelion. Unterwegs zur Landestelle, Houston. Sie haben irgendetwas da unten gefunden, aber Sie haben noch nichts Genaues darüber gemeldet. Ich habe Alarmstart befohlen. Okay, Argo. Halten Sie Verbindung aufrecht. Und ich wünschte, ich würde hier nicht so nutzlos rumhängen. Vielleicht sind diese Kaelion Werkzeuge oder sogar Waffen, die außer Kontrolle geraten sind. Oder verdammte Aliens. Nur Mera kann es uns sagen. Ja, wenn sie nur reden könnte. Argo-Team, Achtung, hört ihr mich? Könnt ihr eure Karre nicht ein bisschen schneller sausen lassen? Oh, jetzt sollen wir uns beeilen. George, wie ist unsere Position? Noch genau 3 Minuten bis zur Landefähre. Ihr müsstet sie schon in Sicht haben. Fehlanzeige, wir sehen nichts. Check deine Anzeigen. Anzeigen normal. Werde ich langsam, aber sicher sauer. Das kann ich dir nachfühlen. Die Spuren sind ja nicht zu übersehen. Folgen wir ihnen einfach. Ja. Also los. Unser Jeep macht's aber nicht mehr lange. Die Batterien sind kurz vor dem Ende. Schon die Reservebatterien. Okay, Einstein. Was nun? Wir laufen. Wir laufen? Wieso habe ich nicht daran gedacht? Sie fragt sich bestimmt schon, was wir tun. Ich frage mich, was wir tun. Fantastischer Blick. Ja, ich wünschte, ich könnte mich darüber freuen. Jason, Ray, habt ihr die Fähre gefunden? Noch nicht, nur einen Haufen Spuren. Wenn ihr sie nicht findet, sitzt ihr böse in der Tinte. Ich hasse es, wenn du übertreibst, George. Wir sind nicht darauf vorbereitet, uns hier auf die Dauer häuslich niederzulassen. Musik.
Gott. Wissen wir, was diese Kelion gemacht haben, während sie 14.000 Jahre schlief? Ja, und jetzt sind sie bereit zum Start. Du wartest hier und gibst mir Feuerschutz. So siehst du aus. Du gehst auf keinen Fall allein auf diese Figuren los. Jetzt hör mal zu. Nein, verdammt. Ich komme mit, Jason. Okay, Partner. Gehen wir los. Würden wir dazu sagen, du hast meinen Arsch gerettet. Sieht aus, als ob unser großer Weltraumheld wieder auf die Nase gefallen ist. Verdammte Missgeburt! Ruhig, Partner, keine Sorge. Ich bring dich nach Hause und sie flicken dich wieder zusammen. Weißt du, was ich denke? Halt die Klappe. Erzähl mir kein Käse, alter Kumpel. Ich werde nirgendwo mehr hingehen. Doch, das wirst du. Wir beide schaffen es. Albert-Team, meldet euch. Ist alles in Ordnung? Wir wurden angegriffen. Ray ist verletzt. Die Fähre ist nicht mehr zu finden. Ich habe hier auch Probleme. Nichts scheint mehr zu funktionieren. Alle Instrumente stehen auf normal, aber die Kapsel spielt verrückt. Irgendwas zieht mich aus dem Orbit. Sie reagiert auf kein Kommando. Ich stürze. Triebwerk zünden. Du musst versuchen, den Sturz abzufangen. Das zündet nicht, Jason. Mein Gott. Argo 1, hier ist Houston. Melden Sie die Art der Störung. Bitte antworten Sie. Argo 1, kommen. George ist abgestürzt. Jason, du musst immer an eins denken. Woran, Partner? Wir kaufen keinen Scheißdreck von einer Maschine. Richtig? Jason? Richtig? Richtig! Richtig, Ray, wir kaufen keinen Scheißdreck! Ray! Oh, großer Gott! Verdammt, warum lässt du mich jetzt im Stich, wo ich dich brauche? Immer wenn ich deine Hilfe brauche, verdrückst du dich! Weißt du, was ich denke? Lass nur. Es geht schon.
denke, verdammt, denk nach. Nur auf Corman gehört und jemand anders gehen lassen. Jemand Jüngeren. Verrückt gewesen sein, das Schiff angreifen zu wollen. Ich hab's versaut. Ray ist tot. Mira, ich hab dich aufgeweckt. Und jetzt stirbst du mit mir. Dir gemacht, wenn diese Dinge auf die Erde kommen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen.
Diese schaffen sie aufzuhalten. Unsere Körper als Ersatzteile. Aber vielleicht fällt mir was ein und ich schaffe es, uns hier rauszubringen. Dein Weg nach draußen. Scheint schwer vom Begriff zu sein. 10, 9, Zündung Haupttriebwerk. 7, 6, Haupttriebwerk läuft. 4, 3, 2, 1, Start. Sieht sehr gut aus. Intrepid, euer Stand sieht sehr gut aus. Haupttriebwerk läuft ruhig und gleichmäßig auf voller Leistung. Alle Anzeigen grün. Intrepid, bestätigen Sie Daten. Roger, Houston. Es ist nur etwas holprig hier. Fertig machen zur Übernahme der Steuerung. Fertig zur Übernahme. Okay, Houston, ich habe übernommen. Rossle Schuh. Houston,
Rütteln hat nachgelassen. Schub 98%. Roger, Intrepid. Osterntrennung in 0 minus 2 Minuten. Roger, Houston. Alles bereit für Abtrennung. Boostertrennung in genau 5 Sekunden. Houston, wir haben Trennungsmanöver abgeschlossen. Alles okay. Bestätigung, Trennung nach 2 Minuten 2 Sekunden. Checken Sie Haupttriebwerk. Roger, Schub okay. Sieht gut aus, Intrepid. Flug jetzt ganz ruhig. Übernehmen Sie manuelle Kontrolle. Viel Glück, Intrepid. So weit, so gut. Wenn wir genau ins Zentrum des Schiffes kommen, können wir uns nach vorne treiben lassen. Wir sind schon da. Keine Schwerkraft mehr. Hoffe ich wenigstens. Mera, komm her. Na komm. Folge mir. So, halt dich fest. Halt dich nur fest. Es ist eine ganze Invasionsarmee. Da will sie hin, zur Erde. Bestätigen Sie Bahndaten, Intrepid. Fertig machen zum Angriff. Bahndaten stabil, Houston. Wir sind bereit. Und wo ist das Schiff? Noch über 10.000 Kilometer von euch entfernt, auf Gegenkurs. Ihr müsst es bald orten. Roger, Houston. Ich habe jetzt was im Radar. Wir haben es gemerkt. Danke dafür, Jungs. Fähre. Das letzte, was sie gebraucht haben, um dieses Schiff zu bauen. Und sie haben 14.000 Jahre lang darauf gewartet, bis wir sie brachten.
Alle Abwehrraketen scharf. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, um diesen Koloss zu stoppen. Gebt ihnen, was ihr könnt, Intrepid. Und trifft gut. Intrepid ist getroffen. Melden Sie Zustand, Intrepid. Keine Schäden an Bord. Könnt ihr noch einen Angriff versuchen? Zu weit für unsere Abwehrraketen. Wir hängen hier als Zielscheibe rum. Ich wünschte, ich könnte dir die Erde zeigen, Mera. Ich wünschte... Überraschung, Überraschung. Noch knapp 5 Minuten, dann ist es vorbei. Feuern Sie, wann immer Sie es für richtig halten. Aber wir kriegen Signale von der Argo. Sie muss an Bord des Feindes sein. Und Sie haben vielleicht auch Grant und Tanner. Aber solange Sie keine anderen Befehle bekommen, schießen Sie, wann Sie es für richtig halten. Ist das klar, Intrepid? Antworten Sie, Intrepid. Es ist klar. Es funktioniert! Es funktioniert! Trent? Antworte. Typisch Regierungslieferanten. Sterne. Das heißt fallende Sterne. Aber wieso fallende? Sterne können nicht fallen. Es ist auch nur bildlich gesprochen. Du wirst noch viele Sätze kennenlernen, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Mach dir nichts draus. Es ist so schwer. Viele Sätze, Worte, die nichts bedeuten. Eure Sprache ist schwer für mich. Jason, wann ich wurde erwählt als letzte Wächterin, ich sagte nein. Ich wollte nicht gehen. Lieber sterben wie die anderen. Ich verstehe. Aber es war Pflicht und ich... musste gehorchen und jetzt ist vorüber alles und ich bin glücklich.
zusammen mit dir. Ich auch. Es ist vorbei. Alter Freund, schön, dass ich dich erreiche. Jason Grant hier. Hallo, Jason. Hör zu, ich wollte dich fragen, ob du mir einen Gefallen tun kannst. Privat, inoffiziell, verstehst du? Wenn ich kann. Ich wollte nur wissen, ob ihr noch Überreste von dem Kelion-Schiff aufgespürt habt. Wie oft soll ich's dir noch sagen? Nachdem du das Ding in die Luft gejagt hast, war nichts mehr übrig. Ich weiß, ich weiß. Ich habe nur so gedacht, vielleicht, ich meine, es könnten ja noch Trümmer rumfliegen, die ihr später aufgespürt habt. Hör zu, wir haben jedes Stückchen Schrott da oben unter Kontrolle. Und alles, was runterkam, ist in der Atmosphäre verglüht. Das weißt du doch, also vergiss es. Du hast recht, entschuldige, wenn ich dich gestört habe. Kein Problem, Jason.
Mach's gut, bis bald. Ja, bis bald, Phil.